Prinz Carlos, unerwartete Enthüllung. Huch, das sind definitiv überraschende Neuigkeiten von Prinz Carlos. Dass der britische Kronprinz einen lebendigen Humor besitzt, ist den meisten royalen Fans bereits bekannt. Die neueste Info des Prinzen sorgt jetzt dennoch für jede Menge Aufsehen. Der Grund dafür, so intim erlebt man den Sohn der Queen höchst selten. Prinz Carlos und Herzogin Meghan, sie verstehen sich blendend. Dass es nicht leicht ist, einen Fuß bei den Windsors zu fassen, ist keine Neuigkeit. Herzogin Meghan scheint dabei jedoch ein absoluter Ausnahmefall zu sein. Immer wieder ist bei öffentlichen Auftritten zu beobachten, wie die Frau von Prinz Harry ihre royalen Pflichten vorbildlich ausübt. Aber auch in der Windsor-Familie scheint sie sich mittlerweile perfekt integriert zu haben. Besonders zu ihrem Schwiegervater Prinz Carlos scheint Meghan ein ganz besonderes Verhältnis zu haben. Dabei sollen die beiden jetzt sogar schon so vertraut miteinander sein, dass der Thronfolger für seine Schwiegertochter einen ganz besonderen Spitznamen gefunden haben soll. Prinz Carlos und Herzogin Meghan, so nennt sie der Prinz. Nachdem Meghans Vater seine Tochter an ihrer Hochzeit mit Prinz Harry nicht zum Altar führen konnte und diese Aufgabe Prinz Carlos übernahm, soll Meghan und ihren Schwiegervater ein ganz besonderes Gefühlsband miteinander verbinden. Sie sollen sogar so vertraut miteinander sein, dass der Vater von Prinz Harry für die ehemalige Suits-Darstellerin einen ganz besonderen Spitznamen gewählt haben soll. So berichtet nun ein Insider gegenüber der Mai, dass Prinz Carlos sie liebevoll Tungsten nennen soll. Tungsten bedeutet übersetzt Wolfram, ein Metall, das als besonders widerstandsfähig gilt. Der Insider verrät weiter, Prinz Carlos bewundert Meghan für ihre Stärke und das Rückgrat, das sie Harry schenkt. Mehr Schwiegervaterliebe geht definitiv nicht. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Öffentlich nannte Prinz Carlos Meghan so jedenfalls noch nicht und